Währenddem Krieg um fossile Energien mitten in Europa voranschreiten, uns steigende Zinsen und die Inflation in den Wahnsinn treiben, geht der CO2-Ausstoß einfach so still und heimlich weiter. Wie wenn nichts gewesen wäre. Und genau das beschäftigt uns heute. Und genau das werden wir heute. Denn die einzige Lösung für dieses große Problem ist die Energiewende. Und die Energiewende, sie ist dezentral. Sie ist digital. Sie ist nicht fossil und sie ist schon gar nicht zentral. Sie ist sehr selbstständig. Sie schmeckt nach Freiheit. Und sie bringt uns Mehrwerte. Und genau dafür steht NEOM. NEOM steht für Energiewende. NEOM steht für Freiheit. Für dezentrale Systeme und für Unabhängigkeit. Und darum sind wir hier, um diesen, nennen wir es, um dieses Friedensprojekt gemeinsam in dieser Generation auch zu vollbringen. Während dem COP 27 Jahre braucht, über die Themen zu sprechen, sitzen wir hier bei NEOM Live X. Danke, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu NEOM Live X. Danke, Walter, für deine starken Worte. Servus. Normal hätte jetzt ein Intro kommen sollen für dich, viel kräftigeres. Aber ach so, ja, hinten da auf der Live. Kriegen wir noch hin. Ja, danke für deine starken Worte. In einer schwierigen Zeit braucht es starke Worte auf jeden Fall, aber nicht nur starke Worte, sondern auch eine starke Umsetzung und ein starkes Team. Und all das schauen wir uns heute genau im Detail an. Also herzlich willkommen zu NEOM Live X. Dieses Mal kein Geburtstag, sondern was ganz Spezielles. Viele von euch kennen vielleicht NEOM Live 1, 2, 3. Ich bin der Matthias, beschäftige mich viel mit der Elektrifizierung vom Individualverkehr. Ich habe auch einen YouTube-Kanal mit derzeit über 40.000 Abonnenten, den wir gemeinsam betreiben. Und mit der Firma InstaDrive, es ist fantastisch, was da abgeht. Die Leute sind interessiert und es geht wirklich ab. Mittlerweile ist das Team groß und wir machen immer mehr. Es gibt wöchentlich Videos. Könnt ihr sehen, wenn ihr auf YouTube schaut, könnt ihr da wöchentlich Videos sehen. Und ich bin mittlerweile zum vierten Mal da. Dieses Jahr schon zum zweiten Mal. Und diesmal ist es aber kein Geburtstag, sondern was ganz Spezielles hier in Nürnberg. Dazu komme ich gleich. Denn das erste Mal, also bei NEOM Live 01, da ging es ja prinzipiell um die Hardware. Also warum man eben dezentrale Anlagen braucht zur Produktion, aber vor allem zur Stromspeicherung. Beim zweiten Mal, NEOM Live 02, da ging es dann um die Vernetzung der Komponenten. Genau. Und bei NEOM Live 03, dieses Jahr im April, also schon das zweite Mal, da ging es dann ganz konkret auch um zu zeigen, die ganze Welt von NEOM und auch um Digitalisierung und Demokratisierung. Und jetzt sind wir das zweite Mal dieses Jahr hier bei NEOM Live X hier in Nürnberg aus dem NEOM Office in Nürnberg. Und heute werden wir euch ganz spezielle Lösungen präsentieren, die heute auch live gehen. Und darum soll es gehen. Ja? Kommt heute auch live. Es geht um die Anwendungen, die sogenannten Skills, die wir euch heute zeigen werden. Und wir haben eine spannende Diskussionsrunde, also einen Future Talk mit Experten hier live auf der Bühne. Da freuen wir uns schon drauf. Und zum Schluss zeigen wir euch dann auch noch hier auf der Bühne ein Produkt. Es wird also richtig spannend heute und ich freue mich schon auf den Abend und sehe auch die begeisterten Gesichter. Schön, dass ihr alle hier auch live mit dabei seid. Ich sehe ja zahlreiche Gesichter hier und ihr seid alle gut drauf, oder? Schön. Sehr schön. Jetzt hole ich noch den zweiten Geschäftsführer auf die Bühne, also der erste Geschäftsführer Walter und der zweite Philipp, bitte zu mir auf die Bühne. Hallo Philipp. Servus Philipp. Walter, ich liebe es ja, dir zuzuhören, wenn du über deinen Drive redest, wenn du über deine Antreiber redest. Ganz, ganz kurze Worte dazu, was treibt dich an, aber speziell auch das ganze NEOM-Team? Also NEOM steht ja für Infinite Power for All of Us und
Ich habe ja vorher kurz das COP27 erwähnt, also eine extrem wichtige Veranstaltung vom Pariser Abkommen, um den Klimawandel einzudämmen. Und das beschäftigt mich eben schon sehr, sehr lange. Und nachdem das Team mittlerweile über 200 Kollegen und Kolleginnen von NEOM wirklich jeden Tag für harte Arbeit vollbringt, unsere Partner auch unsere Produkte kaufen und installieren, unsere Kunden unsere Produkte umsetzen, ist unser Ziel, so viel wie mögliche Photovoltaikanlagen, Stromspeicher, Ladestationen, Elektroheizstäbe für Heizen oder auch Infrarotpaneele oder auch Wärmepumpen für Heizen und Kühlen anzusteuern, um mit dezentraler, sauberer Energie sicher versorgt zu sein. Und es geht im privaten Haus sehr einfach, es geht in einem Reihenhaus viel schwieriger schon und in einer Wohngemeinschaft de facto gar nicht. Und die schließen wir von dieser Energiewende aus. Auch das gehen wir an, auch das Problem möchten wir lösen, weil auch das Problem ist dezentral lösbar. Und darum freut es mich auch, dass wir, nachdem wir in Österreich bereits über 20% Marktanteil am Speichermarkt haben, auch vor allem hier jetzt in Deutschland, mit unserem deutschen Team und mit unseren deutschen Partnern hier, nicht nur hier physisch, sondern auch übers Internet zuschauen, möchte ich Danke sagen, dass ihr uns unterstützt bei diesem Weg. Und es ist nicht selbstverständlich, uns zu folgen, denn es gibt genügend Produkte, die halt nur Hardware-Produkte sind. Und genau das möchten wir einfach verändern. Und das große Ziel ist, man muss sich vorstellen, Europa will 2050 CO2-neutral sein, also kein CO2 mehr ausstoßen. Und 50 Tonnen CO2 verbrauchen wir aber jedes Jahr. Ja. Und wenn man das zusammenrechnet, ist es eine unglaubliche Menge, die die globale Erderwärmung erhöht. Und da wollen wir uns eine Gigatonne CO2 rausnehmen. Und alle Anlagen und Geräte, die wir hier steuern, müssen vernetzt werden und müssen irgendwo landen, um dem Kunden Mehrwerte zu bieten. Und es wird ganz spannend, heute eben über diese Mehrwerte zu sprechen. Und somit will ich gar nicht so viel verraten. Super, danke Walter. Klingt sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon drauf. Philipp, ganz kurz Hard Facts. Händler, Kunden, User, wie sieht's da aus? Na, vielleicht ganz vorweg mal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Freut mich auch sehr, dass wir NEOM Live heute aus Deutschland streamen dürfen. Bis jetzt war es ja immer entweder remote durch Corona oder in Freistadt. Ich glaube, Deutschland ist für uns ein sehr wichtiger Markt, sehr großer Markt. Wir haben jetzt nicht nur ein tolles Team und nette Kollegen und tolle Partner, sondern Deutschland ist einfach ein Markt, der hat globale Relevanz im Kampf gegen die Klimakrise. Und das heißt, wenn wir in Deutschland erfolgreich sind, dann machen wir auch einen maßgeblichen Footprint in Europa. Wenn es zum Thema Fakten geht, möchte ich eigentlich nur kurz noch die Worte von Walter aufgreifen. Ich glaube, er hat sehr gut pointiert dargestellt in seinem Intro, warum wir das machen, was wir tun, was Infinite Power for All of Us bedeutet, wo wir da stehen in der Reise. Einerseits, wir sind ja nicht mehr ein Unternehmen mit 15 Mitarbeitern, so wie es 2019 war. Das waren damals quasi 15 wilde Köpfe, die eine große Vision gehabt haben, nämlich die ganze Energiewende so einfach wie möglich zu machen und so verfügbar für alle, sondern wir sind mittlerweile, Walter hat es kurz erwähnt, 200 tolle Kollegen, sind mittlerweile in 3 Ländern aktiv. Das heißt, wir haben 5 Standorte, das kreative Herz, die Wiener und Deutschen und Schweizer Kollegen mögen es mir verzeihen. Das kreative und innovative Herz sitzt immer noch in Freistadt, aber wir betreiben auch die Standorte in Wien, Zürich und 2 Standorte in Deutschland, nämlich in Forst-Ehning und in Nürnberg. Was man, glaube ich, ganz gut sieht bei unserer Strategie ist, dass es uns wichtig ist, dass wir vollen Fokus auf den Dachmarkt legen, weil wir einfach einen Qualitätsanspruch haben. Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern auf Augenhöhe arbeiten und wir wollen auch die beste Qualität für den Endkunden produzieren. Das ist natürlich eine Reise und keiner ist perfekt. Es gibt Höhen und Tiefen, aber der Anspruch ist ganz streng in der DNA von NEOM enthalten. Stichwort Partner, ich glaube, das ist auch das Wichtigste für uns. Wir sehen uns nicht als Lieferant und verkaufen Hardware an einen Elektriker, sondern wir sehen uns als verlängerte Werkbank für den Installateur und für unseren Partner. Das bedeutet für uns, gemeinsam Dinge zu machen, gemeinsam auf Augenhöhe zu diskutieren, gemeinsam unsere Prozesse besser zu machen, zu optimieren, damit wir auch trotz des ganzen Fachkräftemangels, den es gibt, die große Challenge des Klimawandels schaffen können. Und es geht auch darum, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ab jetzt, gemeinsam zu verstehen und zu erklären, welche digitalen Möglichkeiten gibt es,
und wie kann man die Mehrwerte für den Kunden mit Services noch weiter verbessern. Stichwort digitale Services. Wir sind mit über 200 Partnern mittlerweile schon unterwegs. Freut uns auch sehr, dass wir da einen guten Anklang haben und macht die Arbeit auch tagtäglich Spaß. Ich glaube, ein wichtiger Ausgangspunkt ist aber die Digitalisierung. Und was ich da toll finde oder wir toll finden, ist, dass wir mittlerweile schon über 15.000 Geräte ins Internet geschickt haben und diese Geräte jetzt nicht genau für diese Services verwendet werden können, um Wertschöpfungen zu erhöhen. Und da will ich auch nicht vorweg zu viel sagen. Ich glaube, da kommen jetzt ganz tolle Sessions mit den Kollegen, die euch dann erklären und zeigen werden, welche Potenziale gibt es und wie können wir als NEOM diese heben. Super, vielen Dank, Philipp. Man sieht es ja schon an den T-Shirts, oder? Da steht oben, we are the future. Und es ist genau das, diese dringende Energiewende, die wir brauchen. Und ein starkes Team, das dazu führt, das voranzutreiben und vielleicht sogar noch früher zu schaffen, als dass es sonst möglich wäre. Eben mit purpose-driven Personen und Leuten, die einfach Fakten und Umsetzung auf den Boden bringen. Danke, Philipp. Danke, Walter. Danke, Matthias. Okay. Super. Danke. Ja, ich habe euch ja die NEOM-App versprochen. Und die NEOM-App müsst ihr euch vorstellen, wie das Schweizer Taschenmesser der Energiewende. Ja, das ist wirklich so ein Tool, das man in der Hosentasche einstecken hat und das viele, viele Sachen für uns regelt und unser Leben besser macht. Die NEOM-App werden wir euch jetzt vorstellen und dazu bitte ich auch gleich Kurt, Chief Product Manager von NEOM, zu mir auf die Bühne. Hallo Kurt. Servus. Ja, Kurt, gib uns mal einen kurzen Einblick in die NEOM-App oder einen detaillierteren, wie du möchtest. Ja, sehr gerne. Und ich glaube, recht viel besser, als was du schon begonnen hast, kann man die NEOM-App auch nicht beschreiben. Es ist wirklich das Schweizer Taschenmesser der Energiewende. Und warum, ist auch ganz einfach erklärt. Weil mit unseren NEOM-Skills bietet die NEOM-App allen, egal ob Privatkunde, ob Gewerbebetrieb, ob Gemeinde oder Systempartner, verschiedenste Möglichkeiten, an der Energiewende zu partizipieren und davon zu profitieren. Aber an der Stelle möchte ich einen Schritt zurückgehen, zurück zur eigentlichen, nennen wir es einmal, Basisfunktion der NEOM-App. Und das ist das NEOM-Dashboard. Das NEOM-Dashboard ermöglicht nämlich allen, die bereits eine NEOM-Anlage haben, jetzt auch unterwegs am Smartphone auf die Anlage, auf die Geräte, auf die wichtigsten Energieflüsse zuzugreifen, das Ganze im Blick zu haben. Wir haben das Ganze reduziert, optimiert für Smartphone, Komplexität rausgenommen und uns auf die wichtigsten Werte konzentriert. Ihr seht, was wird produziert, wie ist der Ladestand des Speichers, was passiert mit der Energie, wie ist der Verbrauch. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter zu den NEOM Skills. Und das ist der Punkt, wo es meiner Meinung nach richtig spannend wird. Weil mit diesen NEOM Skills könnt ihr alle, können alle unsere Kunden und auch Nichtkunden an der Energiewende teilnehmen. Speziell natürlich all jene, die bereits eine NEOM-Anlage haben. Die können mit der NEOM-App mehr aus dieser Anlage herausholen. Die können Kosten reduzieren und zusätzliche Einnahmen generieren. Aber auch all jene, die keine oder noch keine NEOM-Anlage haben, können von der NEOM-App profitieren mit den NEOM-Skills. Wie meinst du profitieren? Also was genau kann man sich unter profitieren vorstellen? Vielleicht kannst du das noch kurz erläutern. Ja, sehr gute Frage. Mittlerweile gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wie man da profitieren kann. Spezielle Förderungen, neue Märkte, die gerade erst entstanden sind oder gerade entstehen. Aber, und das ist ein großes Problem, zu diesen Märkten, zu diesen speziellen Förderungen haben in der Regel nur die großen Unternehmen, die Konzerne Zugang. Und deren Interesse, den Profit zu teilen, ist gering. Und da setzt die NEOM-App an. Weil mit der NEOM-App ändern wir das. Wir sorgen dafür, dass die Wertschöpfung dort landet, wo sie hingehört. Und wir haben es heute schon gehört, wir reden von einem dezentralen Energiesystem. Und in einem dezentralen Energiesystem gehört die Wertschöpfung nicht zu wenigen großen Unternehmen, sondern ganz im Gegenteil, die Wertschöpfung gehört zu den vielen, vielen Besitzern und Betreibern von PV-Anlagen, von Ladestationen, von Elektroautos, von Speichersystemen und so weiter.
Yes. Und das Tolle ist, wir können heute da stehen und müssen nicht über Potenziale reden. Ja, das ist vielleicht in 4 Monaten, in einem Jahr verfügbar. Sondern die Neom-App könnt ihr euch heute aus dem App-Store runterladen. Ihr könnt sie heute am PC, am Laptop unter app.neom.com nutzen. Ihr könnt das erste Skill aktivieren und davon profitieren. Und das freut mich ganz besonders, dass wir jetzt Fakten schaffen und jetzt mit der Veränderung beginnen, weil, und das haben wir heute schon gehört, wir brauchen die Veränderung, nicht morgen, sondern heute. Ja, Dankeschön, gut. Ja, also nochmal ganz kurz als Überblick, es gibt diese Neom-App und dann hat diese Neom-App sozusagen Erweiterungen, sogenannte Skills, ne, die diese App dann noch dazu kann. Ne? Das sind dann diese Skills. Genau, du hast das perfekt ausgeführt. Eine App, ihr ladet euch die App einmal runter und wir bringen immer wieder neue Skills in diese App. Heute ja schon die ersten 2 Skills in der App und die werden wir dann auch später vorstellen. Und zukünftig findet ihr dann immer wieder neue Apps, mit denen ihr profitieren könnt als Endkunde, als Gemeinde. Wir haben da wirklich für alle was dabei und freuen uns, dass das ab heute wirklich verfügbar ist. Das ist richtig spannend, denn es ist jetzt nicht nur ein Schweizer Taschenmesser, sondern es ist ein Schweizer Taschenmesser, das ständig neue Funktionen hat, ständig ein neues Tool dazu bekommt. Das ist richtig cool. Bevor wir uns gleich diese Skills noch näher im Detail ansehen, also was diese ganzen Fähigkeiten sind, die diese App noch kann, machen wir einen Future Talk, um einfach noch zu beleuchten, was die Potenziale sind, die einfach noch dahinter stecken. Kurt, ich darf dich gleich bitten, nimm Platz für unseren Future Talk. Außerdem darf ich noch den ehemaligen Abgeordneten des Deutschen Bundestags zu mir begrüßen. Hans, Josef, bitte zu mir, du sitzt da. Gratulation, Applaus. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Und Paul, Chief Legal, auch zu uns. Er kümmert sich um die rechtlichen Sachen bei Neom. Bitte, nimm Platz. So, ich hätte gesagt, wir machen eine ganz lässige Runde, sagt man bei uns so, ne? Aber ich glaube auch in Bayern sagt man lässig, ne? Deshalb starten wir mal gleich, also Paul, Hans-Josef und Kurt. Wir reden mal über die Zukunft. Ich glaube, ihr kennt jetzt schon alle, vom Kurt habt ihr ein bisschen einen besseren Eindruck schon bekommen. Hans-Josef kennt man bei euch wahrscheinlich auch. Und den Paul, den stelle ich mal ganz kurz vor vielleicht, ich kenne die Leute noch am wenigsten. Ja, gern. Name Paul Niemerfall, ich bin seit knapp 8 Monaten bei Neom. Ich komme aus einer großen Wirtschaftskanzlei und für mich war immer wichtig, ich möchte irgendwas machen, was einen Impact hat. Mhm. Und was wirklich cool ist, dass man die Dinge, die man in der Kanzlei mit Energierecht, Klimarecht und in den ganzen anderen Tätigkeiten, die man gemacht hat, dass man die jetzt wirklich in die Praxis umsetzen kann. Mhm. Und das macht echt Tag für Tag richtig Spaß. Okay, das ist schön zu hören. Recht ist ja oft so ein Thema, was jetzt eher trocken ist, sage ich, ja, und nicht so Spaß macht. Aber ich glaube, bei ihm sieht man das Feuer schon brennen. Also das ist, es kommt nur auf den Hintergrund an, wozu dieses Recht dann eigentlich da ist. Okay, ganz kurz vielleicht mal vorab für die Allgemeinbildung. Demokratisierung. Kurt, ganz kurz Worte dazu, was bedeutet das eigentlich genau? Ja, ich glaube, Demokratisierung in der Energiewende ist wirklich was, was sehr oft erwähnt wird, aber die wenigsten haben eine Vorstellung, weil es einfach sehr viele Möglichkeiten bietet. Und ich glaube, man muss da vorsichtig sein, weil am Ende des Tages geht es ja um echte Demokratisierung. Und das habe ich ja eingangs erwähnt. Ich persönlich glaube, echte Demokratisierung ist, die Menschen mitgestalten zu lassen und auch davon profitieren zu lassen. Und nicht einfach nur irgendwo am Rand mitlaufen zu lassen. Und das ist ganz, ganz wichtig und das war ein zentraler Ansatz unserer Neom-App, dass wir es schaffen, Menschen nicht nur einzubinden, sondern aktiv zu partizipieren lassen und mitwirken zu lassen und gemeinsam mit den Menschen, mit den vielen, vielen Menschen, die da wirklich aktiv werden wollen, die Energiewende voranzutreiben. Okay, danke. Hans-Josef, du bist ja auch Präsident der Energy Work Group. Und du hast ja als einer der Mutter und Vater des Erneuerbaren Energiegesetzes 2000 auch maßgeblich dazu beigetragen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen stehen, um eben den Erfolg von erneuerbaren Energien voranzutreiben. Das muss man auch wirklich sagen. Großen Applaus auch dafür. Meine Frage jetzt, was sind denn die aktuellen Herausforderungen?
Die beantwortet man am besten mit dem Blick zurück. Mhm. Ich will mal in die 70er Jahre den Blick lenken. Wenn wir damals verstanden hätten, was da passiert ist, hätten wir heute die Probleme nicht. Es gab einen Yom Kippur-Krieg der Araber gegen die westliche Welt, und gegen Israel vor allem, weil die westliche Welt nicht so wollte wie die Araber, haben sie ihnen den Ölhahn zugedreht. OPEC-Krise. Das war schon ein Krieg. Die Antwort darauf war die fälscheste, die man machen konnte, statt Demokratisierung, heimische erneuerbare Energien. Mir wurde es damals klar in den 70er Jahren, hat die Weltgemeinschaft neue Abhängigkeiten gemacht, von Russland die Energien zu holen. Jetzt sehen wir, das führt wieder in den Krieg. Das führt wieder in die Abhängigkeiten, das führt wieder in die Erdaufheizung und in die Verteuerung der fossilen Energien. Wir haben übrigens keine Energiekrise. Wir haben eine Energiekrise der fossilen und atomaren Energien. Die sind teuer, nicht die erneuerbaren. Wenn man das Wort alleine stehen lässt, überdeckt man schon, wo die Lösung ist. Die Lösung ist ausschließlich in erneuerbaren Energien. Und das nicht mit einem riesen Windpark irgendwo bei Israel oder in Island, sondern die Lösung ist zu Hause, selber, auf dem Dach mit der Photovoltaik, mit dem Speicher, die Schwankungen ausgeglichen, die Windräder vom Ort dazu, die Bioenergieanlagen, die dann in der Dunkelflaute auch Wärme und Strom liefern können. Dieser Mix aus erneuerbaren Energien und Speicher, viele haben es inzwischen verwirklicht. Genauso wie ich in den 70er Jahren bewusst geworden, wo es hin muss. Aber die Dominanz der großen Konzerne mit ihrem Wunsch, gefangene Kunden zu haben, die nicht raus können aus ihrem Geschäft. Dieser Wunsch muss durchbrochen werden und das macht ihr klasse. Denn dass ihr die neuen... dass ihr diese Techniken in den Mittelpunkt rückt, die heimische, dezentrale, erneuerbare Energie. Und eines kam neu dazu, das wusste ich in den 70er Jahren noch nicht, wie wichtig die Digitalisierung ist. Die gab es damals noch gar nicht. Mhm. Keine Computer und nichts. Aber ich weiß, es ist entscheidend, um den Menschen Komfort zu geben, Einfachheit und klasse mit eurer neuen App. Super, vielen, vielen Dank. Du hast das angesprochen, also ganz entscheidend, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, was ist denn mit dieser Energiekrise? Du hast das auf den Punkt gebracht, eigentlich die Menschen machen sich alle großen Sorgen, in den Medien hört man nur Energiekrise hin, Inflation her und so weiter. Wir haben keine Energiekrise bei den erneuerbaren Energien, du sagst es. Aber die große Frage ist, ich glaube, wir alle und die meisten Menschen auch zu Hause, wir wollen, dass wir dezentrale Energiesysteme bekommen, nur die meisten Menschen wissen auch nicht wie. Also mit den Genehmigungsverfahren, man hört das, man liest jenes, man weiß nicht, wie es geht. Was gibt es zu den Genehmigungsverfahren zu sagen? Gibt es da Fortschritte? Komme ich gleich drauf, aber nur noch mal bewusst machen zu diesem Wort, diese Krisen. Plötzlich sind ganz viele Krisen und zufällig alle gleichzeitig. Als wenn sie nicht zusammenhängen würden. Die Inflation. Ich höre sie schon wieder. Und jetzt steigen auch noch die Lebensmittelpreise. Ja, der Traktor braucht Erdöl, das immer teurer geworden ist. Der LKW, der die Lebensmittel verteilt, ist immer teurer geworden. Das Düngemittel hängt vom Erdöl und Erdgas ab, ist immer teurer geworden. Die Pestizide und vieles mehr. Ja, es ist doch kein Wunder, wenn die Erdölpreise, Erdgaspreise steigen, dass dann auch die Lebensmittelpreise teurer werden. Das ist ein direkter Zusammenhang. Die Kleidung ist zu 50% Erdöl. Wenn das teurer wird, wird unsere Kleidung teurer. Und dann kommen die Banker daher und glauben, mit klassischen Instrumenten eine Inflation bekämpfen zu können und steigern jetzt auch noch die Zinsen, damit ihr bei Neom und andere es schwerer habt mit Neuinvestitionen. Was ist denn das für eine verrückte Denkweise? Die Banker müssen sagen, raus aus den fossilen und atomaren Energien, die machen die Inflation. Wenn wir da draußen ist, dann gibt es diese Inflationsursache nicht mehr. Das nur mal zur Inflation.
andere Krisen, Gesundheit, könnte ich genauso nochmal durchdeklinieren, dass das im Wesentlichen alles von den fossilen Energien abhängt. Luftschadstoffe, die unsere Lungen krank machen und dann plötzlich haben wir mehr Corona-Tote, weil sie dann von dem Virus erfasst sind. Aber die Luftschadstoffe kommen aus dem Kohlekraftwerk und dem Dieselauto, was wir alle schon längst hätten verändern können. Aber es steckt, und da zu deiner Frage, dahinter natürlich die Frage, kann man das schnell? Ja, natürlich, die technische Entwicklung ist so irre schnell. Ein Windrad kann man in einem Vierteljahr aufbauen, die Photovoltaikanlagen. Ihr könnt die Speicher in die Keller tun, ein paar Wochen, wenn man nicht die Genehmigungsverhinderungen hätte. Die Atomkraft schafft das, wenn sie optimal genehmigungsfähig unterstützt wird, trotzdem nur in 20 Jahren, bis man ein neues Kraftwerk hinstellt. Und ein Kohlekraftwerk ähnlich, aufgrund der großen Schwierigkeiten. Wir könnten also beschleunigen, wenn diese Widerstände in der Gesellschaft ausgeräumt würden. Wir brauchen nicht in einem halben Jahr neue LNG-Terminals wie hier in Deutschland. Wir brauchen in einem halben Jahr die Genehmigung für einen neuen Windpark und für eine neue Solaranlage. Das muss beschleunigt werden. Da sind wir noch weit weg. Aber ich will auch den Grund nennen. Vorhin haben wir schon erwähnt. Die großen Energiekonzerne mit fossilen atomaren Energien wollen gefangene Kunden für ihre Geschäfte. Und darum lobbyieren sie in der Gesellschaft so massenhaft. Ich kenne seit 30 Jahren aus der Politik, wovon ich rede. Seit 30 Jahren lobbyieren sie so, dass ihre Interessen gewahrt bleiben. Und das heißt, oh Hilfe, die Vögel bei der Windkraftanlage. Ich bin Vogelschützer und komme daraus aus dem Naturschutz. Ich will keine Vögel gestört haben. Aber ich weiß auch, wie viele Vögel durch Kohlekraftwerke verenden, durch die Luftschadstoffe und vieles andere mehr. Viel, viel mehr. Nur da gibt es keine Diskussion. Und das hängt einfach daran, dass die Marktmacht und die Medienmacht der alten Konzerne dazu benutzt wird, um Hindernisse aufzubauen. Und das ist vor allem Genehmigungspraxis, aber auch andere. Und das dürfen wir uns nicht länger gefallen lassen. Kämpfen wir politisch alle mit, dass es schnell geht. Und dann sind wir durch. Wir haben vorgerechnet für die gesamte Welt, für Berlin-Brandenburg, für kleine Unternehmen, Gebietskörperschaften, anderes mit der Energy Watch Group. Bis 2030 können wir in Deutschland durch sein, 100% erneuerbare Energien, alle Energiesektoren, Strom, Wärme, Industrie, Treibstoffe, Verkehr, alles machbar. Es gibt keinen objektiven Grund, es muss noch lange dauern. Es gibt nur das Abschaffen der politischen Widerstände und dann haben wir es relativ schnell. Und es braucht tolle, innovative Unternehmen wie euch. Neoim, denn wenn ich jetzt gehört habe, 15 Mitarbeiter 2019, 200, ja, da sieht man doch schon, wie schnell es wachsen kann und wie schnell wir durch sein können. Genau, das ist der Punkt auch. Das ist das. Wir Menschen entscheiden am Ende des Tages, wohin unser Konsumverhalten geht. Und deshalb ist auch dieser Leitspruch so wichtig von Neoim, Infinite Power for All of Us. Aber da jetzt meine große Frage auch, wie kann denn jeder Einzelne ein Teil dieser Energiewende werden? Vielleicht Kurt oder... Ja, gern. Kurz, du kannst dann auch noch was. Ich würde da gerne eine Frage zurückgeben. Wer von euch liest denn gern Gesetze? Ja, du jeden Tag so. Ja, das ist jetzt wenig überraschend und wenig überraschend ist auch, dass das allen anderen Leuten da draußen genauso geht. Also das ist irrsinnig komplex und die wenigsten Leute wollen sich das genauer anschauen. Zum Beispiel das Erneuerbare- und Ausbaugesetz, das die Energiegemeinschaften in Österreich regelt. Das ist einfach keine gute Nachtlektüre. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, dass man diese extrem komplexen Thematiken, also Energiemarkt, Strommarkt und so weiter, so weit vereinfacht, dass die Leute das tatsächlich nutzen können. Und das haben wir in der Neoim-App gemacht. Mhm. Das heißt, wie viel Know-how steckt denn, oder rechtliches Know-how steckt in dieser Neoim-App? Die kurze Antwort ist viel, wahrscheinlich sehr viel. Naja, es ist, wir haben 1,5 Jahre daran gearbeitet. Das ERG ist jetzt knapp 1,5 Jahre in Kraft. Die meisten, die sich damit auseinandergesetzt haben, setzen sich wahrscheinlich schon 3 Jahre damit auseinander. Also ja, viele, viele Leute intern über einige Jahre hinweg. Und dadurch haben wir uns natürlich auch einen gewissen Vorsprung
erarbeitet, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist nichts, was man sich in einem Tag anschauen kann. Okay, wenn jetzt jemand auch da... Achso, entschuldige, Kurt. Nur ganz kurz. Ja. Absolut, ich bin absolut bei dir, Paul. Ich glaube, es steckt viel, viel Arbeit drin, aber das Tolle ist, dass da eigentlich noch viel, viel mehr Potenzial drin steckt. Weil die großen Unternehmen, und da bin ich absolut bei dir, die müssen lobbyieren an zentralen Stellen. Aber wir haben den Vorteil, wir können begeistern. Und wir können alle begeistern, die wir irgendwo treffen, mit denen wir zusammentreffen. Die gilt es zu begeistern, die gilt es zu gewinnen für unsere Sache. Und mit der Neom-App haben wir jetzt erstmals ein Tool in der Hand, um ihnen einen ganz einfachen Weg aufzuzeigen. Bisher war es ja immer mühsam. Ja, möchtest du dich unabhängig machen von den großen Stromversorgern? Möchtest du dich unabhängig machen von Preisschwankungen am Strommarkt, die ja eh keiner nachvollziehen kann oder wirklich versteht? Ja, musst du eine PV-Anlage kaufen und so weiter? Aber jetzt hast du mit der Neom-App plötzlich auch die Möglichkeit, runterladen, registrieren, unabhängig machen. Der Weg ist einfach. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, dass man da ansetzt und diesen Weg weiter beschreiten. Also da tut sich auch das Stichwort eigentlich Energiegemeinschaft auf, was du auch sagst. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte da partizipieren an einer Energiegemeinschaft, wie hilft den Einzelnen eigentlich auch diese Neom-App bei Fragen zum Beispiel? Kenne ich noch nicht im Detail, bin sehr interessiert dazu. Ja, ich glaube, die Frage haben wir ja auch an Kurt oder an Paul gerichtet, aber bitte. Aber sag das erstmal und dann gebe ich da eine allgemeine Antwort. Okay, das freut mich super. Kurt, vielleicht hast du auf diese spezifische Frage eine Antwort. Das interessiert mich, wenn ich jetzt persönlich als Einzelner schnell irgendwelche Fragen habe, die einfach aufkommen, möchte ich vielleicht auch dieses Schweizer Taschenmesser haben, das mir diese Fragen auch beantwortet. Also in der Neom-App haben wir ein Skill, das werden wir heute auch vorstellen, das nennt sich der Neom-Club und das ist unser Tool für Energiegemeinschaften. Und mit diesem Tool kannst du ohne Aufwand, ohne Know-how, ohne Risiko und auch ohne Fixkosten Teil einer Energiegemeinschaft werden oder auch eine Energiegemeinschaft gründen. Und wir haben den kompletten Prozess in dieser App digitalisiert und das hilft uns einfach, dass genau sich die Menschen, die Teil einer Energiegemeinschaft werden müssen, mit all diesen Fragen nicht auseinandersetzen müssen. Also Fragen wie, bin ich steuerpflichtig in der Energiegemeinschaft oder ist die Energiegemeinschaft steuerpflichtig oder unterliege ich den Zahlungsabwicklungsdienstleistergesetze? Wer möchte sich mit solchen Fragen beschäftigen? Oder umgekehrt, aber wer möchte nicht Teil einer Energiegemeinschaft werden? Und mit dem Neom Club haben wir genau das geschafft und da werden wir heute auch noch sehen, wie einfach es ist, dass wir die Leute in Energiegemeinschaften bringen, ihnen helfen zu sparen, unabhängig zu werden, sich stabiler, unabhängiger aufzustellen. Und das ist, glaube ich, wirklich der große Mehrwert unserer Neom-App. Also das klingt nach einem unwiderstehlichen Angebot. Ja, das war unser Ziel, genau. Und das haben wir dann hoffentlich geschafft. Paul, also ganz kurz noch, vielleicht haben wir noch Zeit. Du wolltest noch was Allgemeines dazu beitragen. Es ist unheimlich wichtig, dass die Menschen informiert werden, wie gründe ich Energiegemeinschaften, wie mache ich das. Das Know-how draußen ist kaum vorhanden, der Wunsch auch oft noch nicht. Ich weiß, wovon ich rede. 1991 habe ich die erste Betreibergemeinschaft der Welt für Solarstromerzeugung gegründet. Eine Gemeinschaft, die eine Geschäftstätigkeit damit gemacht hat. 1994 war es. Mit dem sündteuren Strom. Es war möglich. Nur welches Know-how wir uns zusammenholen mussten. Es gab ja kein Vorbild, nichts. Niemand wusste, wie man einen Einspeisevertrag mit Solarstrom mit dem örtlichen Netzbetreiber macht. Haben wir alles entwickelt. Also ich weiß, wie so wichtig so etwas ist. Und ich möchte aber auch aufzeigen, dass jetzt unglaublich schnell die Menschen kommen werden. Gestern gab es in den Harzer Nachrichten, Sie wissen, der Harz da irgendwo in Norddeutschland, ein Paukenschlag stand oben drüber. Ein genossenschaftlicher Windpark mit 37 Windrädern bietet den Menschen vor Ort einen Strom für 30 Cent an. Ja, das war ein Paukenschlag. Denn die Energieversorger bieten Neukunden heute nur noch 50, 60, 70, 80 Cent an. Und der Paukenschlag ist das, das dem Journalisten aufgegangen ist. Ach wie, ich dachte, die Erneuerbaren sind so teuer. Jetzt kommen die und bieten einen billigen Strompreis an. Und da merkt man, erstens, wie reif die Gesellschaft ist, wie schnell sie alle mitmachen würden. Denn das Angebot ist sofort ausverkauft in der örtlichen Gemeinschaft.
Und wenn sie dann nicht mehr zum Zuge kommen, sagen sie, dann gründen wir auch sowas. Und wenn ihr dann zeigt, wie sie das machen, klasse. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil in der Allgemeinheit, wenn man sagt, okay, der Strom ist jetzt so teuer, dann wenden sich viele von gar solchen Projekten ab. Aber Fakt ist, der erneuerbare Strom ist nicht teurer geworden. Ja, das muss man bei der Sache bedenken und das ist wichtig. Und ich glaube, allgemein gesagt ist, desto mehr wir das alle wollen, desto schneller können wir es auch realisieren. Weil da gibt es einzelne Firmen und Hebel, die wir selber bedienen können, um das nochmal voranzutreiben. Es geht nur um dieses Warum. Ja, das erste Warum war Klimakrise. Das zweite Warum betrifft uns jetzt nochmal persönlich viel, viel stärker für manche auch, ist Energiekrise unter dem Anführungszeichen und Preiserhöhung, Preisschock. Ja. Es wird immer härter werden, bis wir ein starkes Warum haben, um in diese Richtung zu gehen. Paul, du wolltest noch was hinzufügen? Ich hätte sowieso nicht besser sagen können, also lasse ich das dahingestellt. Ein Gedanke von mir noch, weil es gesagt ist, Lobbying muss ja nicht immer schlecht sein. Es hängt nur davon ab, wofür man Lobbying betreibt. Und ich glaube, wir sind alle irgendwo Lobbyisten für billigere Energie und für die Umsetzung der Energiewende. Also das wollte ich nur noch ergänzen. Okay, vielen, vielen Dank. Wir müssen die Runde auch schon abschließen. Wir haben weiter noch vieles zu zeigen. Dann sage ich danke, Kurt. Oder du bleibst gleich bei mir, Kurt. Wir schauen uns noch die Skills gleich an. Danke. Vielen, vielen Dank. Großen Applaus bitte noch. Hans-Josef und Paul. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, danke, Paul. Danke. Das ist immer der beste Moment, wenn man auf der Bühne steht, die Hand jemanden hinreicht und irgendwie... War nicht mit Absicht, ich kenne das. Ist, sobald man auf der Bühne steht, ist das, was die wenigsten realisieren, ist alles schwarz. Man hat nur noch schwarz im Kopf, sonst ist mehr ist Licht mehr drinnen. Oder man ist so intelligent wie du, Kurt, ja, der alles wirklich kann, tatsächlich. Kurt, gehen wir nochmal auf die Skills zurück. Was für Skills gibt es da konkret? Also heute dürfen wir zwei Skills vorstellen. Einen habe ich schon vorweggenommen, den Neom Club. Und nach dem Neom Club werden wir dann auch noch einen kurzen Ausblick in Richtung Neom Green werfen. Und ich darf an der Stelle, glaube ich, auch meinen Kollegen Jakob Wöginger zu uns auf die Bühne bitten, weil der wird uns jetzt das erste Skill vorstellen, damit das Ganze auch ein bisschen greifbarer wird, nämlich den Neom Club. Jakob ist bei uns im Unternehmen für das Thema Energiegemeinschaften zuständig und wird uns jetzt einiges dazu erzählen, welche Vorteile Energiegemeinschaften bringen, welche Rolle der Neom Club dabei spielt und vielleicht auch die Frage beantworten, warum der Neom Club ja bereits jetzt als Tinder der Energiewende bezeichnet wird. Jakob? Oi, nice! Servus Jakob, grüß dich. Hi. Ich glaube, kurz dürfen wir sich noch ein Video anschauen, das jetzt eingespielt wird und dann darf ich sofort bitte voranschreiten. Dankeschön. Dankeschön, ich bin der Jakob und ich darf heute den Club vorstellen, an dem wir so lange gearbeitet haben und eben zahlreiche Regulatorien durchgeforstet haben über sehr, sehr lange Zeit. Und es freut mich sehr, sehr, das Ganze heute präsentieren zu können. Und zwar genau aus dem Grund, weil in schwierigen Zeiten, wo die Energiemärkte verrückt spielen, so wie es aktuell ist, wo die Energiemärkte trotz einer sehr breiten Verbreitung von erneuerbaren Energien trotzdem noch die Ölpreise entsprechend die Energiemärkte dominieren und die Preisdefinition tatsächlich dominieren, ist es trotzdem so, dass die erneuerbaren Energien noch nicht die Möglichkeit haben, tatsächlich die Energie billig und günstig und auch sicher und unabhängig jedem zur Verfügung zu stellen. Denn was ist der Neom Club? Der Neom Club ist nichts anderes als wie eine Energiegemeinschaft. Wir ermöglichen den selbst erzeugten Strom mit den Nachbarn in der Region unabhängig von Strompreisentwicklungen zu teilen. Das ist der Neom Club. Wie funktioniert das in einem Beispiel? Aktuell ist es so, dass Personen ohne Energiegemeinschaften agieren. Das heißt, wir verkaufen Photovoltaikanlagenüberschuss, der günstig verfügbar wäre, an den Energieversorger um zum Beispiel 18 Cent
Der Nachbar kauft diesen PV-Überschuss vom Energieversorger um 50 Cent ein, zahlt darauf noch Netzkosten und Abgaben und im Endeffekt ist die Wertschöpfung eben nur beim Energieversorger selbst. Und die Stromkosten steigen und steigen weiter. Wir sind alle von der Energiebörse abhängig und jeder agiert absolut als Einzelkämpfer. Der NEOM Club dreht dieses ganze Konzept um. Der Photovoltaikstrom wird direkt vom Photovoltaikerzeuger an den Nachbarn verkauft um 25 Cent. Der Nachbar zahlt reduzierte Netzkosten und Abgaben und die gesamte Gemeinschaft profitiert von reduzierten erneuerbaren Stromkosten, die in der Region geteilt werden können. Und somit können wir als tatsächlich agieren. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal am Handy an, das was jetzt schon möglich ist. Möglicherweise haben ein paar von euch schon das Telefon rausgeholt und haben versucht, die NEOM App downzuladen. Sie ist jetzt verfügbar im App Store oder genauso auf app.neom.com. Hier wird gerade mein Handy geteilt. Sobald man sich fertig angemeldet hat in der NEOM App, kann man in den Skill NEOM Club reingehen und sich seinen ersten Standard anlegen. Das spielen wir jetzt einmal durch. Ich lege meinen Standard an, bezeichne ihn als mein Zuhause, gebe meine Adresse ein und speichere meinen Standard. Das ist dieses große Universum, das sich öffnet jetzt. Das große Universum, das sich aktuell öffnet. Ja, ich merke es gerade. Wir dürften Probleme mit der Verbindung haben. So. Scheinbar hier kein Internet verfügbar. Na, jetzt geht es schon weiter. Sobald ich meinen Standard angelegt habe, kann ich meine Stromrechnung hernehmen und meine C-Punkt-Bezeichnung daraus erfassen. Eine C-Punkt-Bezeichnung ist eine identifizierbare Nummer. In ganz Europa hat jeder nur eine eindeutig identifizierbare 33-stellige Nummer auf seiner Stromrechnung stehen. Die gebe ich hier ein und ich gebe meinem C-Punkt einen Namen und wähle in dem Fall aus, das ist ein Strombezugszähler. Das heißt, mit diesem Zähler kann ich Strom beziehen. Ich bin jetzt in dem Fall ein Teilnehmer, der noch keine Photovoltaikanlage hat und einen Energiepreis von aktuell 38 Cent zahlt. Zusätzlich kann ich noch meine Stromrechnung hier hinzufügen. Die habe ich vorhin schon fotografiert und ich wähle sie aus und lade sie hoch, damit, wenn ich möglicherweise Daten falsch eingegeben habe, wir im Nachhinein noch nachsehen können, ob möglicherweise etwas schiefgegangen ist. Dann speichere ich diesen C-Punkt und habe somit mein Zuhause fertig angelegt in der NEOM App. Wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage haben würde, könnte ich hier noch einen weiteren C-Punkt hinzufügen und meine Photovoltaikanlage hier anlegen. Habe ich in dem Fall nicht. Das heißt, der letzte Schritt, der notwendig ist, um die Möglichkeit einer Energiegemeinschaft in der Region evaluieren zu können, ist, dass ich NEOM eine entsprechende Vollmacht gebe, damit wir in der Region für dich beim Netzbetreiber nachfragen können, an welchen Netzanschluss bist du angeschlossen, damit wir kommunizieren dürfen mit dem Netzbetreiber in deinem Namen und dass wir zum Beispiel einen Smart Meter entsprechend anfördern dürfen. Dafür benötigen wir diese Vollmacht und schon wird mir diese Vollmacht zugesendet per E-Mail und diese kann ich dann in einem digitalen Signierungsprozess entsprechend abschließen. Genau, und das war es dann auch schon. Dann könnte ich in der NEOM App entsprechend diesen Prozess abschließen und ich warte im Prinzip darauf, dass NEOM für mich in der Region passende Partner findet, die mit mir Energie teilen können. Ich sehe in Zukunft dann auch, wie viel Strom beziehe ich von meinem Stromanbieter aktuell, wie viel Strom beziehe ich von meiner Energiegemeinschaft und natürlich auch, wie viel CO2 habe ich durch diese Energiegemeinschaftsteilnahme reduzieren können und wie viel Kosten habe ich mir auch gespart. Ja, oh, wow, cool. Mhm. Und was passiert dann? Im Endeffekt,
übernehmen ab dann wir die Arbeit. Wir suchen in der Region den perfekten Match, so wie es auch auf Tinder möglich ist. Wir suchen Teilnehmer, die in der Region auch den Strom mit dir teilen wollen beziehungsweise von dir Strom beziehen wollen. Und wir kümmern uns um die ganze Vertragsabwicklung, Vereinsgründung, Anmeldung beim Netzbetreiber und so weiter. Diese ganzen Thematiken, die mit denen man sich beschäftigen müsste, mit denen man ein Gesetz lesen müsste, mit denen man entsprechende Steuererklärungen und so weiter bearbeiten würde, das war es einfach von der Komplexität her für einen normalen User einfach zu aufwendig ist, um tatsächlich entsprechend eine Energiegemeinschaft voranzutreiben. Wenn ich dann entsprechend Teil der Energiegemeinschaft bin, habe ich eine Anzeige der Energiedaten in der App. Ich weiß, dass das laufende Clearing und die Abrechnung von der Neom App passiert und genauso die Zahlungsabwicklung funktioniert, so wie wir es von digitalisierten Prozessen und Apps kennen, auch genauso bei der Energiewende. Genau, das ist die Neom App und so machen wir das möglich, dass wirklich jeder an diesen regionalen erzeugten erneuerbaren Energien, die günstig und unabhängig verfügbar sind, wirklich auch teilnehmen kann. Denn im Endeffekt ist die Gemeinschaft aus Personen, sind die Personen, die die Unabhängigkeit vorantreiben können und eben nicht andere größere Konzerne, die versuchen, nur daraus Profit zu schlagen. Und so können wir jeden wirklich das Taschenmesser für die Energiewende in die Hand geben. Ja, bitte, bitte. Erste Frage. Ist das möglich, unabhängig wie groß die Energiegemeinschaft ist? Also die kleinste ist ich und mein Nachbarhaus. Oder ich möchte mit den 100 Leuten in meinem städtischen Quartier das machen. Das ist die erste Frage. Ist das davon unabhängig? Und die zweite, kann man das jetzt auch schon in Deutschland machen, wo die RED2-Richtlinie der Europäischen Union, die ja eigentlich vorschreibt, dass man Energiegemeinschaften unterstützen muss, nicht umgesetzt hat. Österreich hat es umgesetzt, aber ist in Deutschland die rechtliche Grundlage dazu schon vorhanden? Mhm. Gute Fragen. Zur ersten Frage vorerst. Jetzt aktuell versuchen wir auf technischen Einheiten, und zwar Umspannwerken, überall eine Energiegemeinschaft zu ermöglichen. Das bedeutet, dass jeder in ganz Österreich spezifisch die Möglichkeit hat, an einer Energiegemeinschaft partizipieren zu können mit dem Neom Club. In Zukunft werden wir diese organisatorischen Tätigkeiten, die eine Energiegemeinschaft hat, weiter und weiter reduzieren können und wirklich jedem Privaten auch unabhängig die Möglichkeit geben, an Energiegemeinschaften partizipieren zu können. Zur zweiten Frage. Deutschland aktuell hat das Gesetz noch nicht umgesetzt, dass wirklich Energiegemeinschaften regulatorisch auch möglich sind und dementsprechend man auch von reduzierten Netzkosten und Abgaben profitieren kann. Sobald dieses Gesetz entsprechend da ist, soweit ich es richtig mitbekomme aktuell, soll das Ende 2023 ein erster Entwurf dafür stehen, werden wir natürlich genauso versuchen, diese Lösung anzubieten im deutschen Markt, sodass auch die deutschen Kunden davon profitieren können und somit eine sehr, sehr große Volkswirtschaft wirklich diese Energiewende und die Bürger in diesem großen Land die Möglichkeit haben, an der Energiewende aktiv partizipieren zu können. Super, Fragen beantwortet. Danke, Jakob, für deinen Einblick. Klingt richtig spannend. Und diese App mit diesem Skill, also mit dieser Fähigkeit, kann man sagen, die ist bereits verfügbar. Genau, also der Neom Club ist jetzt aktuell frisch verfügbar. Also gerne die Handys rausnehmen, gerne im Desktop app.neom.com eingeben und man kann sich sofort anmelden und entsprechend die ersten Schritte in Richtung Energiegemeinschaft in der Neom App abschließen. Sehr cool, sehr cool. Das werden wir auch gleich herausfinden, darf ich mal kurz. Weil wir haben auch schon die ersten Anwender und Stories dazu, also Erfahrungsberichte sozusagen. Und da möchte ich jetzt umschalten, ganz kurz zum Andreas. Das ist nämlich der erfolgreichste Meteorologe Österreichs. Hallo Matthias, schöne Grüße nach Nürnberg. Ja, hallo, servus, hallo Andreas. Schön, dich zu sehen. Gleich mal die erste Frage. Ja, hast du schon Erfahrungen? Im März, da war ich bei der Neom Live 03 geladen, zum Thema, ich wollte ein bisschen, wie man über das Klima diskutiert. Und dort ist dann, ich bin ja gern dann länger auch bei diesen so Veranstaltungen, weil es ja wirklich spannend war, und da ist eine App angekündigt worden, die es im Herbst geben sollte, wo man ganz leicht zu einer Energiegemeinschaft
beitreten kann. Und ich hatte ja gewusst, dass das geben soll, Energiegemeinschaften nur, da muss man einen Verein gründen, das ist mal ein bisschen alles zu kompliziert. Und das ist genau das, was ich gesucht habe, eine App, wo ich mir einfach ein bisschen am Handy herumtipps und da bin ich drin und die Sache ist erledigt. Okay, spannend, ja. Deine Erfahrungen zu der App, wie sind die so? Gibt es da auch irgendwelche Hürden? Also meine Erfahrungen sind sehr gut. Also das Versprechen, dass es niederschwellig ist, das hat eindeutig gehalten. Es gibt eine ganz kleine Hürde, die ist aber nicht groß. Da kann auch Neom nichts dafür. Es geht um eine Zählpunktsnummer, die jeder von uns hat. Und Die muss ich vom Energieprovider besorgen. Das heißt, die darf nicht Neom holen. Das muss ich machen wegen Daten, was weiß ich, Sicherheit und keine Ahnung. Auf jeden Fall, das musste ich machen. War aber nur eine kurze Mail zu schreiben. Dann ist die Antwort gekommen. Das habe ich erledigt. Jetzt habe ich alles. Ich war nur durch. Jetzt warte ich nur noch auf mein Match. Cool. Und also Energiegemeinschaft. Eine Energiegemeinschaft, da muss man heute teilnehmen. Es ist wahnsinnig wichtig. Es ist ein Schlüssel, dass wir die Energiewende schaffen, dass wir auch den Klimawandel irgendwo schaffen. Energie ist ein ganz zentrales Thema. Mhm. Und es geht einfach darum, dass wir Energie wirklich regional produzieren, aber auch regional verbrauchen. Weil die Energieverluste, wenn wir das über 1000 Kilometer transportieren, sind einfach zu groß. Also das Intelligenteste ist, hier Energie machen und auch hier verbrauchen. Ja, also da stimme ich dir vollkommen zu. Wie weit bist du im Prozess jetzt schon? Du hast vorher von dem Match geredet. Wie weit bist du da? Ja, also ich warte jetzt eben, wie gesagt, auf mein Match. Ja. Aber da werde ich auch aktiv teilnehmen. Ich warte nicht nur passiv, sondern ich bin jetzt auf die Idee gekommen, mein Nachbar da drüben, wirklich da drüben, 7 Meter, der hat eine PV-Anlage am Dach und den werde ich jetzt anhauen. Der soll auch beitreten und dann kann ich für ihn schon Strom verbrauchen. Das wäre die ideale Situation. Ich hoffe, ich kann nicht ihn überreden, aber ich glaube, das spricht vieles dafür. Okay, nein, also da wünsche ich dir viel Erfolg. Ansonsten, ich sage schöne Grüße, dann zurück aus Wien. Schönen Abend noch. Andreas, ja, danke, ciao. Auch ganz liebe Grüße nach Nürnberg und Christkindles mag es ja noch nicht, habe ich gehört, aber bring mir einen Lebkuchen mit bitte, Matthias. Tschüss. Okay, das werde ich machen. Gut. Tschüss, Andreas. Alright, also das sind auch die ersten Erfahrungen bereits. Jetzt ist meine Frage dazu noch, gibt es auch schon für die Zukunft weitere Skills? Ja, aber ich glaube, Jakob oder Kurt vielleicht dazu? Gerne, danke Jakob. Bevor ich auf die weiteren Skills eingehe, noch ganz kurz, freut mich natürlich besonders, dass der Andreas Jäger, in Österreich ja sehr bekannt, so positives Feedback gibt. Und das Coole ist, dieses positive Feedback, das kommt nicht nur vom Andreas, sondern wir haben in Österreich in den letzten Tagen und Wochen wirklich zahlreiche Anmeldungen für die Energiegemeinschaften. Und das ist richtig cool. Das zeigt, dass die Menschen bereit sind, mitzugestalten. Das zeigt, dass die Menschen unabhängiger werden wollen. Und das zeigt, dass die Menschen aktiv nach Lösungen suchen. Und vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten wäre ich noch da gestanden und hätte gesagt, und diese Lösungen wollen wir bei Neom bieten. Und das Coole ist, heute kann ich da stehen und sagen, diese Lösungen bieten wir bei Neom. Und, danke, ganz wichtig, bei aller Euphorie, es bleibt noch viel zu tun. Wir haben in Deutschland noch nicht die gesetzlichen Grundlagen. Und in Deutschland fehlt uns auch der Smart-Meter-Ausbau. Da müssen wir Gas geben, da muss auch Deutschland Gas geben, da muss einiges passieren. Und damit es nicht zu kurz kommt, wir bei Neom sorgen dafür, dass die Grundlagen da sind, dass man Energiegemeinschaften gründen kann, dass die Geräte, egal ob Neom-Gerät oder andere PV-Wechselrichter oder andere Speicher, dass die vernetzt sind, dass die kommunizieren können, dass die zusammenarbeiten. Diese Grundlagen schaffen wir. Und jetzt, Matthias, zur eigentlichen Frage. Ja, wir haben noch weitere Skills, ich habe es eingangs erwähnt. Wir haben einiges in der Pipeline, eines sehr konkret. Die Skill Green wird Anfang 2023 in der Neom-App verfügbar sein. Was genau hinter diesem Skill steckt und warum wir uns dafür entschieden haben, das wird jetzt meine Kollegin, die Christina Huber, beantworten. Christina, ich darf dich zu mir auf die Bühne bitten. Hallo Christina. Christina ist bei uns bei Neom für die Themen Nachhaltigkeit und CO2-Märkte und damit auch für das Skill Green verantwortlich. Und ja, Christina, wir warten gespannt. Vielen Dank, Kurt. Hallo von meiner Seite auch. Freut mich sehr, hier heute dabei zu sein. Und hallo auch an alle, die live dabei sind. Ich weiß, ich habe ein paar Leuten weiter gesagt, sie sollen einschalten. Im Endeffekt, wir haben jetzt sehr viel über das Thema Strom gehört. Und
das Thema Energiewende stoppt halt nicht beim Strom. Es reicht nicht, von fossiler Stromproduktion auf dezentrale erneuerbare Energie umzusteigen. Das Thema Energiewende geht noch viel weiter und beinhaltet auch andere Sektoren, wie zum Beispiel Wärme oder Transport. Der Herr Hans-Josef Fell hat das heute schon erwähnt und das passt somit super zu meinem Thema. Und insgesamt in Deutschland machen diese drei Sektoren, Strom, Wärme und Transport, rund 65% der Emissionen aus. Diese Emissionen müssen wir reduzieren, damit wir unsere Klimaziele erreichen können und eine lebenswerte Zukunft für uns und zukünftige Generationen schaffen können. Die Lösungen sind größtenteils schon da, aber in manchen Sektoren hapert es noch einmal und der Transportsektor ist genauso ein Sektor, wo es ein bisschen schwieriger läuft. In Deutschland hat sich nämlich seit 1990 gar nichts getan bei den Transportsektoremissionen. Und tatsächlich noch schlimmer, in Österreich sind die Emissionen gestiegen. Ja, puh, auf alle Fälle. In Deutschland hat man sich Ziele gesetzt, wo man bis 2030 mit dem Transportsektor Emissionen hin möchte. Und man sieht in etwa in der roten Linie, da hat sich's entwickelt, 2020, Emissionen sind runtergegangen, wir haben angefangen, mehr zu Hause zu sein. Aber die blaue Linie zeigt euch auch, wohin wir prognostiziert uns entwickeln bis 2030. Und es gibt hier eine relativ große Lücke von über 40 Millionen Tonnen CO2, die nicht prognostiziert ist, reduziert zu werden. Das hat der Gesetzgeber verstanden und hat deswegen beschlossen, okay, wir müssen Gesetze erlassen und gewisse Leute müssen diese Gesetze lesen. Ich bin eine von diesen Personen, die sich hin und wieder damit beschäftigt, um alternative Antriebsarten zu fördern und das zu beschleunigen, diesen Umstieg, vor allem im individuellen Personenverkehr. Was bedeutet das konkret? Tatsächlich kann man aktuell schon in Deutschland, Österreich ist in diesem Fall der Nachzügler, in Deutschland kann man aktuell schon die Einsparungen von einem E-Auto im Vergleich zum Verbrennungsmotor, das generiert Einsparungen, die kann man monetarisieren und dadurch jährlich mehrere hundert Euro dafür erhalten. Und das ist jetzt keine Förderung, die irgendwie der allgemeine Steuerzahler zahlt, sondern das ist tatsächlich eine Maßnahme, die von den Verschmutzern selbst getragen werden muss. Das sind Kosten, die Mineralölkonzerne tragen müssen und die müssen CO2-Einsparungen kaufen, also CO2-Zertifikate kaufen und dieses Geld geht tatsächlich ausnahmsweise mal direkt an den Endnutzer. Jetzt habe ich euch sehr viel erklärt von dem allgemeinen Background dazu, jetzt zum Skill tatsächlich. Also Neom Green basiert auf dieser gesetzlichen Grundlage und möchte das so einfach wie möglich an so viele Leute wie möglich bringen. Und da wir versuchen meistens Produkte einen Ticken weiterzudenken und nicht bei der ersten Lösung Halt zu machen, haben wir beschlossen, wir wollen diese paar hundert Euro, die man da pro E-Auto bekommen kann, nutzen und dem User die Chance geben, einen Teil davon, beliebig hoch, kann 0 Euro sein, kann 350 Euro sein, in Klimaschutzprojekte zu investieren. Diese Projekte sind von uns eigens selektiert, sind qualitativ hochwertige Projekte, die einerseits die Transformation vorantreiben, die wir brauchen zu nachhaltigen Systemen. Wir reden hier von sowas wie eben erneuerbaren Energien und aber gleichzeitig auch Technologien unterstützen, die CO2 aktiv binden, also CO2 direkt aus der Atmosphäre wieder ziehen oder auch zum Beispiel durch Waldaufforstung wiederum CO2 in natürlichen Ökosystemen binden. Und somit noch ganz kurz die Vorteile für euch von diesem Skill Green, bevor ich es euch auch zeige, aufgelistet. Es soll einfach, digital und transparent für den Nutzer sein. Mit Neom hat man einen vertrauenswürdigen Partner, der Klimaschutz wirklich ganzheitlich denkt und der die Energiewende auch ganzheitlich denkt. Wir machen nicht nur das eine oder das andere, mit uns kann man die ganze Energiewende umsetzen. Durch unseren
extra Impact-Beitrag durch unsere Projekte kann man seinen Impact von dieser Maßnahme maximieren und natürlich durch unsere Reichweite und die vielen Ansprechpunkte, die wir haben bei Leuten, können wir auch diesen Mechanismus so viele Leute wie möglich davon profitieren lassen und die Reichweite erhöhen. Jetzt brauche ich dieses wundervolle Handy. Ja. Dankeschön. Um euch zu zeigen, was wir da denn schon gebaut haben. Mein Screen braucht noch. Wieder Stichwort Digitalisierung. Es rennt schon. Haben wir einen Wackelkontakt? Ja, ja, wunderbar. Jetzt ist er. Ich habe mir das Handy von Max ausgeborgt. Nein, anders als beim Club existiert das Skill Green noch nicht. Das kommt jetzt mit Anfang nächstes Jahr. Das hat der Kurt schon angekündigt. Aber nächstes Jahr, wenn ihr euch die App runterladet und einloggt, seht ihr, welche Skills ihr alle zur Verfügung habt und könnt dann auch schon das Skill Green sehen, euer CO2 Impact Profit and Impact Center. Wenn ich hineingehe, wird mir nochmal erklärt, was ist denn das Skill Green überhaupt? Hier geht es um das Thema THG-Quote, also für E-Mobilisten für ihre nachhaltige Entscheidung zu belohnen und diese THG-Quote abzuholen, sowie die Möglichkeit, einen Teil dieser Prämie wie in einen Screen-Prämie in Klimaschutzprojekte zu stecken. Und ganz einfach kann ich Green aktivieren und kann dann sehen, für welche Fahrzeuge ich denn alles eine Prämie überhaupt holen kann. Im Endeffekt, ich wähle hier mein E-Auto aus und sage dann, in welchen Ländern ist das denn möglich. Wir gehen davon aus, dass mit Anfang 2023 die gesetzliche Grundlage für Österreich auch abgeschlossen ist und somit in Österreich oder Deutschland Green verwendet werden kann. Ich kann dann ganz kurz meinem Fahrzeug einen Namen geben und ich muss nur ganz, ganz wenige Informationen preisgeben, nämlich ich brauche meine Zulassung. Und die kann ich hier einfach easy fotografieren, so, die Vorder- und die Rückseite. Wer ist überhaupt, wer darf sich diese Green-Prämie abholen? Die Person, die oder die Firma auch, die im Zulassungsschein drinnen steht. Und wenn ich hier, das ist alles, was ich an wichtigen Daten habe, und dann kann ich mich noch entscheiden, möchte ich einen Impact-Beitrag beisteuern und investieren. Und hier sieht man ganz einfach, mit 70 Euro würde ich 2 Tonnen CO2 durch Klimaschutzprojekte reduzieren. Ich kann das natürlich auch erhöhen. Bei der Hälfte wären das schon 5 Tonnen. Ich gehe mal wieder zurück, weil mein E-Auto, mein fiktives, war richtig teuer. Und deswegen möchte ich jetzt heuer 70 Euro dafür nur investieren. So, und das war es tatsächlich schon. Jetzt heißt es warten, weil dieser Prozess dauert mehrere Monate. Das Umweltbundesamt muss diese Dokumente sichten und zertifizieren und dann muss das gehandelt werden. Für uns ist ganz wichtig, dass wir hier den Kunden informiert halten, das heißt, in meinem Dashboard sehe ich das Auto oder die Autos, die ich angelegt habe, wann das geschehen ist, kann mir anschauen, wie dieser Prozess funktioniert, da wird jeder einzelne Schritt genau beschrieben und ich bleibe informiert, falls zum Beispiel etwas nicht gepasst hat bei meinem Antrag, zum Beispiel war das Bild vielleicht schlecht, was ich hochgeladen habe und ich muss das nochmal machen. Und Schritt für Schritt werde ich dann am neuesten Stand gehalten, bis ich dann irgendwann zu meiner Auszahlung komme. Und das ist die ganze App schon. Es ist sehr simpel. So, und auch meine letzte Folie, die ich für euch vorbereitet habe. Ihr müsst nicht warten bis nächstes Jahr, sondern ab heute gibt es die Möglichkeit, sich voranzumelden. Unter dem QR-Code oder auf unserer Website findet ihr die Seite für Green und ihr bleibt dann am neuesten Stand. Und sobald wir wissen, wann das für Österreich kommt, kriegt ihr die Informationen und sobald das Skill Green in der App verfügbar ist, habt ihr alles da und könnt ihr losstarten. Wunderbar, Dankeschön. Danke.
Dienstleistung. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Danke. Ja, vielen Dank, Christina. Jetzt macht es auch immer viel mehr Sinn, warum ich von diesem Schweizer Taschenmesser geredet habe. Ne? Alles in einer Hosentasche. Wir kommen jetzt zu einem neuen Hardware-Produkt, das Neom jetzt launchen wird. Ja, genau. Unhöflicherweise möchte ich dir an der Stelle unterbrechen, weil ich würde gerne noch ein Skill vorstellen, das wir gerade vorbereiten. Und warum ist mir das so wichtig? Das ist ein Skill, was wir für unsere Systempartner vorbereiten. Weil unsere Systempartner, ich glaube, das brauche ich nicht einmal erwähnen, sind enorm wichtig für uns. Die Systempartner sind es, die unsere Produkte zum Kunden bringen, dort montieren, installieren, in Betrieb nehmen und am Ende des Tages dafür sorgen, dass die Kunden auch wirklich Freude mit unseren Anlagen haben. Und an der Stelle möchte ich mich wirklich bei all unseren Systempartnern bedanken und euch versichern, wir sind uns bewusst, was ihr für tolle Arbeit leistet, und wir bemühen uns, euch bestmöglich zu unterstützen. Und genau an dem Punkt, nämlich bei der Inbetriebnahme, möchten wir euch noch besser unterstützen, bereiten ein Skill vor, was euch hilft, die komplette Inbetriebnahme bei der Hardware, beginnend bei der Montage, über die Inbetriebnahme von Hardware, Software, der kompletten Dokumentation, bis hin zur Übergabe an den Endkunden stark zu vereinfachen und vor allem den Zeitaufwand dafür zu reduzieren. Und ich habe dafür auch schon erste Ansichten mitgebracht. Ich zeige es euch gerne im Nachhinein, im Nachgang dann auch in der App. Aber in der Kürze liegt die Würze, sagt man so schön. Daher nur ein paar erste Bilder. Wie gesagt, der komplette Prozess der Inbetriebnahme ist digitalisiert. Das beginnt damit, dass ihr einfach nur den QR-Code am Beam einscannt, die Neom-App öffnet sie, der Prozess startet automatisch. Ihr könnt es dann an Standort anlegen, das sieht man an der Stelle nicht. Könnt Produkte, die mit Neom kompatibel sind, also nicht nur Neom-Produkte, hinzufügen und auch gleich konfigurieren. Der komplette Workflow ist quasi in der App mit einem Schritt erledigt. Und ihr könnt auch alles, was danach kommt, in der App abwickeln. Wir müssen messen, wir müssen prüfen, wir müssen dokumentieren. All das digital in der App. Der Endkunde möchte Zugang haben, wir legen ihm den Benutzer an. Wir entscheiden in Abstimmung mit dem Endkunden, welche Energiemanagementfunktion der Endkunde haben will. Und dann können wir die Anlage direkt an den Endkunden übergeben. Der Endkunde nimmt uns diese Anlage ab und alles ist erledigt. Wir sparen Zeit, wir sparen Zettel, wir haben alle Informationen an einer Stelle immer verfügbar, können jederzeit darauf zugreifen und ich glaube, das sind Vorteile, wo sich die Systempartner auf jeden Fall wiederfinden. Und wie schon gesagt, es dauert nicht mehr lange, Anfang 2023 findet ihr, alle Systempartner finden dieses Skill in der Neom-App und können das dann nutzen. Und jetzt verspreche ich dir, dich nicht mehr zu unterbrechen. Das war's zur Neom-App, zumindest für heute. Da gibt es ja noch einiges in der Pipeline, aber für heute war's das. Danke. Na, aber super. Man sieht, das Schweizer Taschenmesser wird immer besser. Danke dir, Kurt. Denn jetzt möchten wir euch noch eine neue Hardware vorstellen. Dazu darf ich jetzt zu mir auf die Bühne bitten, Thorsten, CTO, also Chief Technical Officer von Neom. Hallo, Thorsten. Ich stelle mich nur wieder auf die Seite, dass die Leute gut die Leinwand auch sehen können, das Display. Thorsten, was hast du für uns mitgebracht? Hallo Matthias und hallo zusammen, freut mich hier zu sein. Und zwar habe ich heute die wundervolle Ehre, ein neues Hardware-Produkt euch zeigen zu dürfen. Und wir haben schon gesehen, auf der digitalen Seite geben wir natürlich Vollgas, aber natürlich genauso auf der Hardware-Seite. Und wie wir schon gehört haben, auch Installationszeit ist ein wichtiges Thema. Die Komplexität ist natürlich ein wichtiges Thema, dass man die rausnimmt und die Installationszeit auf ein Minimum reduziert. Und genau das ist das, was ich heute präsentieren möchte. Okay, das Produkt hat den Namen Cube Lite S, oder? Was gibt es da konkret dazu für Details? Genau,
Du hast es schon gesagt, Qplat S USV, das ist das Produkt, das wir heute vorstellen werden. Wir haben auch den Namen Stack noch dabei. Mhm. Der Name Stack kommt vom Thema Stapelbahn. Also wir haben ein stapelbares, steckbares System und dafür möchte ich ein kurzes Video zeigen. Ziemlich stark aus, Thorsten. Ziemlich cool, oder? Sieht richtig stark aus. Ja. Was macht aber diese Produktneuheit aus? Als erstes, wie schon angekündigt, uns ist es wirklich wichtig, dass das System sehr einfach für unsere Systempartner, natürlich auch für die Endkunden ist und dass es wirklich funktioniert. Wir alle wissen, Fachkräfte, Mangelware, wir alle wissen, Komplexität, umso höher die wird, umso schwieriger wird es, diese Systeme zu installieren. Und deswegen sind wir wirklich sehr stolz drauf, eben das steckbare, stapelbare neue System, den Neom Stack vorzustellen und hier wirklich die Dinge zu vereinfachen. Bei den technischen Details kann man sagen, wir sind auch hier wieder sehr, sehr flexibel. Also wir haben hier uns auch wieder als Ziel gesetzt, dass wir quasi unseren Kundenwünschen entsprechen und wir können hier quasi unterschiedlichste Größen aus Kapazitätssicht wieder anbieten. Das beginnt von 14,2 Kilowattstunden und geht dann rauf bis zu 24,9 Kilowattstunden. Und auch hier quasi spiegeln wir wieder das, was der Markt quasi auch anfragt und auch das Feedback, das wir von all unseren Systempartnern und auch Kunden direkt bekommen, dass sich natürlich auch die Kapazitäten vom Speicher erhöhen, weil natürlich auch die Kapazitäten bzw. die Größen der Anlagen natürlich immer in eine größere Richtung entwickeln und wir das auch dementsprechend mit unserem sehr modularen und auch sehr flexiblen System abbilden möchten. Das eine sind Produkte und die Vision Energiewende, das ist natürlich klar, das andere ist natürlich immer die Umsetzung. Vision, gut, Umsetzung kann manchmal zu einer Herausforderung werden. Deshalb möchte ich auch einen kurzen Schwenk machen und möchte euch wirklich hier live demonstrieren, wie einfach dieses System tatsächlich ist. Wir haben diese Stacks jetzt gesehen und wir werden jetzt hier live mit einem Installationspartner dieses Ding mal zusammenbauen und schauen, wie schnell es installiert ist. Habt ihr Bock drauf? Ja? Unbedingt. Super, dann bitte zu mir, Jürgen und sein Team von E-Tech, einer unserer Installationspartner. Du wirst jetzt hier live neben uns, weil ich habe noch ein paar Fragen an den Thorsten. Und während wir noch sprechen, möchte ich sehen, wie du dieses Ding installierst. Okay. Ja, ohne dass noch was runterfällt. Nichts kaputt machen, bitte. Ja, bitte. Und wir lassen die Stoppuhr laufen, wie lange das Ganze dauert. Können wir eine Stoppuhr oder sowas einblenden lassen? Bitte. Ja. Dass wir auch die Zeit nehmen. Counter. Counter. Das war jetzt zu spontan. Hä? sonst mache ich es mit dem Handy. Bitte. Ja. Machen wir es mit dem Handy. Auf die alte klassische Tour. So. Digitalisierung. So, bist du ready? Ich starte die Stopwatch. So, Jürgen, toi, 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 nichts kaputt machen, bitte. Und geht los. Und los. Los. Passt, Timer rennt. So. Gut, während wir jetzt Jürgen lassen, erzählst du uns noch ein paar mehr Details zum Qplat S. Das ist dieses ganze Bündel hier. Und der Stack ist, wie gesagt, nur das linke. Aber erzähl uns vielleicht noch ein wenig mehr Details. Qplat S USV, ganz wichtig zum Erwähnen. Was meinen wir mit der USV? Das ist wirklich, dass wir wieder ein komplettes Set anbieten, wo wir auch den Wechselrichter, einen unterbrechungsfreien, wieder dazugeben. Wir haben von den Kapazitäten haben wir schon gehört. Also bei unserem Set ist dann eben dabei der Wechselrichter und auch sehr wichtig immer der Beam, quasi der Beam, der dann die ganzen Energiegeräte wieder miteinander verbindet und quasi die Daten zur Verfügung stellt und natürlich auch dem Endkunden am Ende des Tages, wo er dann wirklich alle seine Daten, wie wir heute schon mehrfach gehört haben, in der Neom App zur Verfügung stellt, aber natürlich genauso über Browser und andere Dinge, genau. Okay, spannend.
Also ich kann nicht aufhören, darüber zu schauen. Wie geht's euch? Es ist, ist das wirklich so einfach? Es ist wirklich so einfach. Und nachdem wir ja alle irgendwo in einer Biernation sind, es ist wirklich wie Bierkisten stapeln. Es ist bewusst so einfach. Und man sieht auch wirklich, dass die Komplexität ein Minimum ist, weil es gibt keine Kabel. Also nichts mehr von den verschiedenen Batteriemodulen zum Verkabeln. Auch zum BMS gibt es nichts zum Verkabeln. Es ist dadurch verpolungssicher. Also ich sage, es kann wirklich jeder relativ rasch, relativ einfach ein komplettes System aufbauen, nur mal den Wechselrichter anschließen und that's it und fertig. Ja, du hast einen guten Vergleich gezogen. Ich finde das auch ein bisschen so wie Lego spielen, oder? Für Erwachsene, ja. Für Erwachsene, ja. Also super interessant. Ich schaue mal ganz kurz zum Jürgen rüber, wenn ich darf. Vielleicht darf ich dir auch kurz ein paar Fragen stellen. Du hast es jetzt so nebenbei. So lässig war es nicht. Also es sind keine Dummies, gell? Das sind schon schwer, ne? 160 Kilo, ja. Also. Das ganze Ding hat 160 Kilo, aber die einzelnen Module sind natürlich nicht so schwer, ne? Nee, war entspannt auf jeden Fall. Okay. Auch in der Zeitersparnis vom Aufbauen. Wenn man sieht vom anderen System, muss man doch viel mehr machen. Und das war wirklich kinderleicht. Mhm. Ich habe es gesehen, ich habe die ganze Zeit zu dir rüber schauen müssen. Was ist denn der große Unterschied, würdest du jetzt so sagen, zu den herkömmlichen Systemen? Also einmal die Zeitersparnis auf jeden Fall. Und was man halt auch sagen muss, der Platzbedarf, was halt uns ganz viel Probleme macht in den Neubauten. Kleine Technikräume, kaum Platz, das ist echt super. Und, ich bin aus der Art, Entschuldigung. Aber du warst super, du hast in einer Minute circa oder eine Minute zehn hast du das aufgebaut. Okay. Richtig stark. Ja, nee, auf jeden Fall. Das bringt uns halt einfach weiter. Je schneller wir es hin, kriegen wir einfach mehr Kunden ans Netz und können einfach so die dezentrale Energiewende einfach vorantreiben. Und es macht einfach Spaß. Ja. Ja, es ist auch nämlich Stichwort Execution Play. Es ist immer nicht so einfach, auch das Ganze wirklich zu exekutieren. Aber man sieht, mit genau solchen Produkten hilft man dabei, auch die Energiewende eben früher zu realisieren. Auf jeden Fall. Danke, Jürgen, und an sein Team von E-Tech. Dankeschön. Danke. Ja, richtig spannend, Thorsten. Ja, absolut. Und ich bin mir sicher, wenn wir das noch ein, zwei Mal üben, dann 45 Sekunden oder so, das geht sich aus. Also auf jeden Fall geht das hin. Bestimmt. Da kann man eine richtige Challenge draus machen. Absolut. Dankeschön, super, Thorsten. Danke. So, jetzt möchte ich zum Abschluss nochmal Walter zu mir auf die Bühne bitten. Walter. Ja, wie war es für dich? Ja, danke Matthias für deine tolle Unterstützung. Jedes Jahr wieder, heuer schon zweimal. Also der Matthias ist ein ganz besonderer Mensch, auch ein Freund von mir, der einen sehr, sehr erfolgreichen Kanal hat, also Insta-Driver. Und ist eigentlich in Österreich bekannter wie der Bundespräsident. Nein, jetzt übertreib mal nicht, aber. Hast du nicht kandidiert? Nein, das war ich nicht, da verwechselst du mich gerade. Und er unterstützt uns immer vielleicht auch in diesem jetzt einen Applaus für den Matthias, der das wirklich super macht. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wie gesagt, ihr könnt mich wöchentlich sehen, einfach auf YouTube gehen, Insta-Driver abonnieren und ihr seid dabei, dann könnt ihr mich jede Woche hören. Na, er schafft es nämlich, es auch mit Fragen in die normale Sprache zu übersetzen. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass wir in diesen vielen Krisen, die wir haben, auch für jeden Einfachen zu Hause es verständlich machen. Denn bewusst machen es andere unverständlich. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Also von meiner Seite, glaube ich, sind wir gut im Plan. Geht es jetzt weiter mit hier offline dann mit guten Drinks und guten Snacks und wir haben auch eine schöne Location nachher gebucht, wo natürlich alle herzlichst eingeladen sind. Ja. Und wenn du noch etwas hast, würde ich mich final bedanken, um den Live-Channel mal zu verabschieden und dann die besonderen Dinge vor Ort. Ich bedanke mich auch bei dir, Walter. Wie gesagt, wir kennen uns wirklich persönlich, sind gute Freunde auch. Uns treibt beide das Thema Energiewende an, dich mehr auf der Seite Stromspeicher und die Software dazu. Holistischer gedacht, ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Bei mir ist es die Elektromobilität und sehr, sehr schönes Event. Ich mag eure Events, sie sind fantastisch. Ich sage auch vielen Dank an die Live-Zuseher, die wirklich auch live bei uns sind. In welche Kamera muss man, damit ihr mich jetzt seht oder damit... In diese. Okay. Vielen Dank an die Live-Zuschauer. Vielen Dank auch die vor Ort hier persönlich sind im neuen Office hier in Nürnberg. Wobei, so neu ist es gar nicht mehr. Ne?
Ja, wir sind schon ein paar Monate hier, ja. Aber wir meinen es in Deutschland auch richtig ernst, weil wir vor allem auch hier extrem hochwertige Partner haben. Und ich bin selbst immer mehr hier, also Wien vermisst mich nicht mehr. Jetzt darf ich einen frischen Wind in Deutschland reinbringen. Aber ja, und von dem her möchte ich mich bei allen bedanken, vor allem bei unserem sensationellen Team, bei meinen Kolleginnen und Kollegen, bei allen unseren Partnern und Investoren und bei allen Energieversorgern, die immer mehr mit uns mittlerweile auch zusammenarbeiten, ob sie wollen oder nicht, es wird keinen Zweifel da vorbeigehen. Und auch danke an die Familien unserer Kollegen und Kolleginnen und an die Partner und Partnerinnen und Kinder unserer Installationspartner. Es ist nicht selbstverständlich, jeden Tag ein großes Risiko einzugehen, jeden Tag Menschen da draußen mit Anlagen zu versorgen und davon überzeugen, dass es Sinn macht. Ja. Und ich glaube, das ist das genau, was NEOM ausmacht. Das sind wir alle und die da draußen auch zuschauen und die jeden Tag mit unseren Produkten hantieren. Und das macht mich ganz besonders stolz, mich als Gründer mit meinem Team wirklich hier mit den Partnern so voranzuschreiten. Und es wird nicht leichter werden, es wird eher schwieriger, es wird größer, es wird mehr. Und solange ich dabei bin, verspreche ich euch, dass wir dieses Versprechen einhalten, euch bestmöglich zu bedienen, um Energie sauber, günstig und sicher und vor allem unabhängig möglich zu machen. Danke und einen schönen Abend uns allen noch. Danke. Applaus